Mann der Kirche in der Bütt. Der Obermessdiener von Andreas Schmidt, streitbar und ringfest, wie ein Mönch des Mittelalters. Der Friede sei mit euch. Tausend Jahre meint sie, da wir trotzdem der Zeit. 25 Jahre Bischof Lehmann, es ist eine Freude. So lang diene ich meinem Chef schon ihr Leid. Für mich ist es so, als hätte mir Silberhochzeit. Gerade gestern sah ich Eminenz, die Prinzengarde ist 125 Jahre und die Mainzer habe kein Prinzenpaar. Da sprach er, was willst du mir damit sagen, mein kleiner, dicker Schmidt? Oh, sag ich mach die Prinzessin und sie mache mit. Das ist Kirche nach außen, so klingt die Ode. Denn der Herr hat das Lachen uns niemals verboten. Drum hab ich heute Abend die Zeit mir genommen. Morgen früh wird von euch ohnehin keiner kommen. Der kommt rein und füllt den Saal mit Humor. Er redet und redet und man meint wirklich, der würde auch gar nicht atmen zwischendrin. Und es ist einfach total viel Kraft, was dahinter steckt. Ich habe nach jedem Auftritt ein Handtuch parat für ihn. Das gebe ich Ihnen, denn der arme Karl, der zerläuft auf der Bühne. So schwitzt er. Ein Alter braucht der Christenheit. Man zündet Kerzlein an von Zeit zu Zeit. Im Dom ein Riesenleuchter steht, worauf ihr weiße Kerzen seht. Jetzt haben wir auch rote. Das ist für einen Zweck. Die sind ausschließlich für Ministerpräsident Beck. Wer solche Parteifreunde hat, liebe Gemeinde, braucht im Leben ansonsten keine Feinde. Die Berliner Hauptstadt Schickeria sagte ungefähr, dass unser Kurt Beck ja nur ein Provinzling wäre. Also sowas so beim Kurt noch einmal zu sagen, der kriegt mit dem Weihwasser schwängelnde Poppes verschlagen. Die Kultur in Rheinland-Pfalz ist über 2000 Jahre alt. Santa Sede, heiliger Stuhl, ist jedem bekannt. Wird außer Rom nur der Mainzer Bischofssitz genannt. Gutenberg hat unumwunden die Welt verändert, den Buchdruck erfunden. Zur Römerzeit stand Mainz vielen vor. Hauptstadt von Germania Superior, die Straßen gepflastert, die Häuser aus Stein. Die Kinder geimpft und sie lernten Latein. Mit Fußbodenheizung tat man sich wärmen. Man sprach über Homer und badet in Thermen, trank edelsten Wein und aß auch schon Nudeln. Da schreiften Berliner noch in verwahrlosten Rudeln, fellbehangen durch den Grunewald und habe arm gewinkelt, nach Moschus riechend in der Wannsee gepinkelt. Muss er noch gesagt werden.